wie es gerade David geht. Also David hat natürlich Fortschritte gemacht, der ist jetzt also mit Medikamenten, das hat auf jeden Fall gewirkt. Der ist gelassener und kann sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist halt seine Gesundheit und seine Mitmenschen. Die Beziehung zwischen David und Vivi ist sehr freundschaftlich, würde ich mal sagen. Ja, aber schon mit Distanz und Respekt. Ja, der David möchte sich auch nicht mehr so einmischen. Ich würde nicht sagen, er vermeidet die Nähe zu Vivian, aber ihm geht's gut, wenn er jetzt nicht sie jeden Tag sehen muss. So. Krass. Also eigentlich sind Kondome ziemlich verlässlich so. Ja, aber auch nicht hundertprozentig. Manchmal sind sie abgelaufen, haben ein Loch oder porös oder was weiß ich. Irgendwann macht's Klick in der Praxis und David kriegt halt so Flashbacks und er stellt sich die Frage, okay, vielleicht bin ich doch der Vater des Kindes. Also ich glaube nicht, dass David es momentan schön finden würde, aber ich glaube, der würde sich die Herausforderung, ohne drüber nachzudenken, wenn es dazu käme, stellen. Ich glaube, er würde alles für dieses Kind tun, so aus Liebe heraus. Was stelle ich dich hier beim Porno gucken, oder? Vivians Kind könnte von mir sein. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, was so ein Kind mit dir macht. Oder allein die Vorstellung zu haben, okay, ich wäre der Vater. Ich würde es annehmen, ohne zu zweifeln. Ne? Klar, weil es gibt dir halt so viel Kraft. Meine Reaktion, als ich gewusst habe, dass ich Vater wäre, das war wunderschön. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich habe halt immer von einer Tochter geträumt. Wirklich. Also ich habe das wirklich geträumt. So, ich hatte so kleine Visionen gehabt. Und ja, sie kam zu mir. Ne? Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit David weitergeht, dann schaltet ein von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.